1994 erschien Warcraft: Orcs and Humans, der Durchbruch für Blizzard. Blizzard gilt als Hersteller, der sich für seine Entwicklungen viel Zeit lässt. Viele der älteren Strategiespiele der Kalifornier werden noch immer gespielt. Das ist selten im schnellen Geschäft. Der frühe Erfolg schuf den wirtschaftlichen Freiraum für aufwendig produzierte Folgetitel. World of Warcraft spielt in dem bereits 1994 entworfenen Universum. Auch weil die Schlüsselpersonen noch immer Teil des Blizzard-Teams sind. Our Vice President of Creative Development, Chris Metzen, he had this, you know, grand vision for the story for Warcraft and the universe behind it. And it was all through, kind of played itself out through the RTS games, the real-time strategy games. When we came around to doing World of Warcraft, we realized that the strategy games really only had a small window into kind of this world that was created, and we immediately figured out we have to now take these small windows and expand on it. We not only have to do the, you know, like in the RTS games, they're individual missions. We now have to expand this world and actually create entire mythos behind it and new races and kind of explain where all these people come from. So Chris helped us out a lot. He gave us a lot of guidance on how to make that work. And at the same time, the development team, the designers and the artists and whatnot got a lot of their own kind of take on it. Das Erfolgsgeheimnis von World of Warcraft ist einfach zu erklären und schwer nachzumachen. Neben der Erfahrung ist es die clevere Spielphilosophie des leicht zu lernen, aber schwer zu meistern und eine ungemein liebevoll ausgemalte Fantasy-Welt. The fantasy genre is one of the genres that really takes you furthest away from the day-to-day experience, if you ask me. You know, there's games that are, you know, more modern-day settings, but that's not as far of an escape from what fantasy brings to the table. And, you know, even science fiction stuff, that's stuff where you could potentially see us going someday, depending on how far-fetched it is. But, you know, the fantasy stuff, it's just another world, another time, another place. So it really, you know, speaks to that escapist desire. Ein Blick auf die gigantische Infrastruktur hinter dem Spiel. Hier spielen und arbeiten sogenannte Game Master unsichtbar mit. Es sind Blizzard-Mitarbeiter, die Spielern bei Problemen im Spiel direkt helfen können. Sollte eine Quest fehlerhaft sein oder die Spielumgebung hakeln, kann man sie kontaktieren. Millionen Spieler stürmen weltweit die Netzwerke. Hinter den Kulissen sorgen Heerscharen dafür, dass sich der virtuelle Globus reibungslos dreht. Die europäischen Spieler werden nahe Paris betreut. Mehr als 700 Mitarbeiter arbeiten hier. Die Spieler-Community ist für die Macher ein sorgfältig zu hütendes Kapital. Ein Hauptbestandteil von der Aufgabe vom Community-Team ist halt, das Bindeglied zwischen der Community und den Entwicklern zu sein. Das heißt, wir schauen uns das Feedback an, also nicht nur aus den Foren, sondern halt auch holen wir aus dem Spiel. Das sehen wir halt auch zum Beispiel, es gibt halt Player-Gathering, es gibt halt auch Events, auf denen wir präsent sind, wo wir direkt mit den Spielern, also von Person zu Person in dem Sinne reden. Dieses Feedback sammeln wir, geben das den Entwicklern weiter und die Entwickler schauen sich das an. Und wenn Änderungen anstehen, geben wir das halt zum Beispiel der Community auch wieder zurück. Das heißt, es ist nicht nur eine einseitige Geschichte, dass wir Feedback von den Spielern bekommen, sondern wir möchten das Feedback natürlich auch gerne weitergeben. Wie keinem anderen Unterhaltungsmedium gelingt es Online-Rollenspielen, dass sich Spieler als Teil der Geschichte begreifen.